Eine Chance ist zu überleben. Ich tu dir nichts. Oh, du Scheiße. Sie sehen? Hast du das gesehen? Das war ein Schlag. One Hit. Scheiße. Gut, das war nix. So, wir sind die beiden Erpresser. Das ist die falsche Richtung. Dann gehen wir da runter. Gehen wir da unten nach, der Straße nach. Hüpfen wir mal hier runter, ohne zu sterben hoffentlich. Okay. Dann gehen wir dem Weg hier lang nach. Aber vielleicht hier rechts rum? Och, wenn ich das wüsste. Und dieser Typ ist abgehauen. Was ist denn das da unten? Das ist doch eine Hütte, da ist so eine... Wir sind den Monstern hier absolut nicht gewachsen. Ich hätte vielleicht im alten Lager noch ein paar Missionen machen und mir von Diego was beibringen lassen sollen. Scheiße. Aber jetzt müssen wir uns im neuen Lager ein bisschen was beibringen lassen. Nützt alles nichts, weil jetzt sind wir einmal so weit. Irgendwo wird es jetzt hier auch zum neuen Lager gehen. Davon gehe ich einfach mal aus. Und wir rennen einfach weg vor dieser Fliege. Wir lassen uns jetzt mal noch nicht abhalten von unserem Weg. Wir gehen jetzt hier vor, dann rechts über den Hügel und laufen nach links. Und dann denke ich, ist da das neue Lager irgendwo zu finden. Hier stehen zwei, drei. Oder geht es hier ins Sumpflager? Wir gucken mal. Vielleicht kommen wir ja auch hier ins Sumpflager. Da können wir uns erstmal da ein bisschen aufhalten. Dann bin ich quasi... Da ist er doch! Ich fasse es ja nicht. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Warte. Vielleicht können wir jetzt mit ihm was aushandeln, dass wir sagen, wir hätten ihn vertrieben. Nee, geht nicht. Aber ich will, pass auf, doch, Tagebuch. Ich könnte fast wetten, gescheitert ist die Mission nämlich nicht. Erfüllt auch nicht. Ich könnte fast wetten, dass der jetzt sagt... Wo ist denn das? Auftrag für Torus war das doch, ne? Montag hält sich im Süden der Rückseite der Burg auf. Ich glaube mal, dass wir jetzt sagen können, Montag kommt nicht zurück. Vielleicht können wir Torus jetzt anschwindeln. So, Torwache, jetzt gehen wir mal rein. Er ist aber im neuen Lager, alles klar. Gut, haben wir uns nur verlaufen gehabt vorhin. So, was haben wir denn hier? Wie sieht's aus im neuen Lager? Also eine große Burg ist es schon mal nicht. Es ist hier nur ein Steinhaufen. Wenn du meinst. Okay. Blumen zu pflücken gibt's hier im Moment erstmal nicht. Mit der Kamera ist ein bisschen doof, dass es nicht richtig funktioniert. Ach, ich erinnere mich. Hier sind die Sklaventreiber. Ach, ich weiß nicht so richtig, welchem Lager man hier am besten angehören will. Vielleicht ist es wirklich am besten, zu den Kiffern zu gehen. Die sehen die Welt wenigstens noch ein bisschen realistisch, glaube ich. Gucken wir doch mal. So, hier haben wir nämlich die Sklaventreiber. Guck mal. Pock. Oh, was ist hier? Eine Reispflanze. Hey, du. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Als Erster in den Knast geschmissen. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her. Aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt. Jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Aha. Okay, also wir befinden uns hier quasi in dem neuen Lager, wo es auch nicht schöner ist. Nehme ich jetzt mal an. Wir sammeln gleich mal direkt ein paar Reispflanzen ein, weil ich weiß nämlich, dass wir die gleich oben abgeben können. Ich bin ein bisschen gespoilt, weil ich es ja schon vor mittlerweile fast 15 Jahren mal gespielt habe.
Und trotzdem ist so vieles, als wäre es total neu für mich. Also es ist wie beim ersten Mal. So, haben wir jetzt noch, haben wir jetzt irgendwas übersehen? Gibt es noch jemanden mit einem Namen? Hier ist eine Reispflanze noch. So, hier war noch eine. So. So, hier ist ein Bauer. Ein Bauer. Gibt es hier noch einen? Ein Bauer. So, dann haben wir den, der hier schon... Also, Pock, den genau. Pock haben wir. So, jetzt gibt es hier gleich einen Chef. Der steht hier oben gleich. Pass auf, hopp. Ich weiß gar nicht, wie viele Reispflanzen der von uns haben will. Aber ich glaube, 5 müssten reichen. Aber wir gucken mal. Gibt es noch mehr? Eine Vogelscheuche. Ach, guck mal. Mit einem echten Kopf. Also, war mal ein echter Kopf, glaube ich. Rufus. Hey, du. Was hast du denn für mich? Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum...